In diesem Video möchte ich eine weitere Animationstechnik zeigen. Zwei speziellere sind schon in früheren Videos präsentiert worden. Das eine waren Animationen mit Masken und die Animation mit Pfaden. Diese Animation, die ich jetzt zeigen möchte, beschäftigt sich mit der Verwandlung von einer Form in eine andere und das Ganze nennt sich Formtwin. Ich generiere wieder ein neues Action-Script-File. Und generieren wir wieder ein Symbol, einfügen neues Symbol. Und dieses Symbol nenne ich Sym annimmForm. Wie schaut das aus? Das ist etwas anders wie bisher. Man macht die Animation jetzt nicht wirklich mit Symbolen, sondern ich brauche verschiedene Arten von Formen. Und ich möchte jetzt drei Formen haben, die ich ineinander umwandle. Und eine Form soll bis zum 25 gehen, dann mache ich hier wieder einen leeren Keyframe bei Frame 25, dann einen bei Frame 50, also hier ist eine Form, eine hier und am Schluss möchte ich wieder zur ursprünglichen Form zurückgehen, also ich gehe hier nachher bis zum Frame 75 und mache mir auch hier einen leeren Keyframe. Gut, schauen wir mal jetzt, wo wir wieder unsere Formen herbekommen. Das mache ich wieder über die Char Map mit der Windows R-Taste, rufe ich die Char Map auf und suche mir mal ein paar nette Formen. Zum Beispiel mache ich diese drei Formen, werde ich nehmen. Aber man kann natürlich auch andere Formen nehmen, die komplexere Strukturen und so weiter haben, wobei dann die Animation um einiges schwieriger wird, weil man einfach viel weniger die Kontrolle darüber hat, wenn man zum Beispiel zwei Objekte in eines nachher tweeten möchte. So, ich habe mir die einmal genommen. Und ich füge sie mal hier ein, schauen, ob das Ganze funktioniert. Perfekt. Hier habe ich schon meine drei Formen. Eigentlich sind sie nichts anderes als Buchstaben. Was ich jetzt noch hier mache, ich kann sie modifizieren, indem ich sie teile. Beim ersten Mal teilen werden die Worte, wenn man so will, in Buchstaben geteilt. Und beim nächsten Mal teilen, modifizieren, teilen. Jetzt habe ich wirklich Vektorformen. Man merkt auch was daran, dass ich sie zum Beispiel anders einfärben kann. Nehmen wir mal diese Füllfarbe zu einem leichten Schatten. Nehmen wir nachher das Ganze mit Rot, zum Beispiel beim Kreis. Und nehmen wir die Grün. Okay, gut. Jetzt nehme ich mir das hier mal heraus. Das möchte ich mal nehmen. Lösche es mit STRG X und füge es hier herein. Dann nehme ich mir das grüne Objekt hier. Das ist genau in der Mitte. Und das lösche ich hier nochmal raus und füge es nochmal ein, dass genau in der Mitte ist. Und das mache ich auch am letzten Frame. Warum auch am letzten Frame? Weil jetzt ist sozusagen der erste Frame und der letzte Frame der gleiche. Und in der Mitte drinnen gibt es diese kleinen Änderungen. Gut, jetzt gehe ich auf den ersten Frame, rechte Maustaste und sage nicht Bewegungstween, sondern einen Formtween. Und der Formtween wird grün markiert. Ich mache auch hier einen Formtween und hier einen Formtween. Und eigentlich, wenn ich jetzt Return drücke, wird das Ganze schon animiert. Wichtig war, ich habe jetzt wirklich die reinen Vektorformen gehabt und habe sie jetzt animiert und kann sie jetzt natürlich mehrfach auch auf der Bühne verwenden. Jetzt zurück auf die Bühne und ziehe mir dieses Objekt hier mehrfach rein. Kann es natürlich, wenn ich möchte, auch frei transformieren und gehen wir es noch einmal herein und machen wir es zum Beispiel kleiner. Und nochmal. Und spielen wir das Ganze ab. Also man merkt schon, das läuft jetzt im Loop und es werden wirklich die Formen getwint. Etwas kritisch noch, dass da so eine leichte Bewegung drinnen ist, dass es nicht immer gerade hinauf twint. Ich gehe jetzt nochmal in mein Symbol hinein. Und diese erste Animation schaut ja recht gut aus. Diese letzte Animation, da dreht er sich etwas interessant. Bei dem Kreis ebenfalls. Schauen wir mal den letzten Punkt von hier nach hier an. Das ist der Bereich. Und was es hier für eine Möglichkeit gibt, ist nämlich zusätzlich beim Animieren, da gibt es zum Beispiel diese Form, gibt es die Möglichkeit unter Modifizieren Form, Formmarker hinzufügen. Ich mache das einmal. Was sind Formmarker? Jetzt erscheinen da so zwei kleine Punkte. Da ist einmal der kleine rote Punkt und den setze ich jetzt hier mal herauf. Und jetzt gehe ich zum Ende hin und gebe ich nochmal diesen roten Punkt und jetzt setze ich ihn auch wieder an diese Spitze. Und wenn ich das jetzt hin und her bewege,
habe ich jetzt einfach gesagt, bitte den Punkt genau in diesen Punkt umwandeln. Sprich, nicht irgendwie das Twinning zu machen, sondern ich gebe diese Vormarken, modifizieren, Vormarken hinzufügen und dann versucht Flash diese Punkte ineinander überzuführen. Ich mache das jetzt noch ein zweites Mal, nehme zum Beispiel den Punkt hier herunter, gehe nachher zu anderen hin und erst wenn die gut einschnappen, merkt man, aha, jetzt schaut die Animation schon viel kontrollierter aus. Und sie dreht sich nicht mehr so. Schauen wir das auch hier an, da ist der Kreis und der dreht sich irgendwie so komisch herüber. Ich gehe wieder hier hin, modifizieren, Vormarken hinzufügen, einen hier heroben, vielleicht probieren wir es auf der Seite, dass man es besser sieht. Dann nehme ich den hier herüber. Man sieht schon, man hat schon etwas mehr Kontrolle. Ich setze aber noch eine Vormarke. Aber vorsichtig, wenn man zu viel setzt, kann das genau die gegenteilige Auswirkung haben, dass man eigentlich nicht mehr viel Kontrolle über die Animation hat und dass es oft ganz komisch ausschaut. Wie zum Beispiel hier. Nehmen wir den bei B mal zum Beispiel hier ins Eck. Vormarke B. Geben wir die Vormarke B hier. Und es jetzt passt mir. Gut, jetzt gehe ich zurück und spiele es nochmal ab. Und man sieht schon, jetzt haben wir wirklich schöne Übergänge, ohne dass es irgendwelche komischen Rotationen gibt. Natürlich kann man zum Beispiel jetzt dieses Symbol auch in einer Maskenanimation oder zum Beispiel auch in einer Pfadanimation verwenden. Also man kann ruhig mehrere dieser Animationstechniken koppeln und das ist sicher eine sehr gute Übung.